Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Ride Watch Liste, die für Februar ist. Und zwar möchte ich im Februar, also bis diesen Monat noch mindestens, ja, ich denke, es wird also auf jeden Fall ein Ride noch werden. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, die meine Videos verfolgen, dass ich mein Depot, also die Kategorie Ride Immobilien, mein Depot derzeit so um die 4-5% beinhaltet und diese möchte ich ausbauen auf mindestens 7,5, idealerweise auf bis 10% in diesem Jahr. Ja, das ist meine Watchlist, könnt ihr auch direkt sehen, aber vielleicht zeige ich euch einmal erstmal das Depot und zwar, da können wir sehen, ich habe bereits 1, 2, 3, 4 Rides in meinem Depot. Und zwar einmal Omega Healthcare, also aus dem Bereich Gesundheit. Dann einmal Tenga Factory, das ist aus dem Bereich Einkaufszentren mit Outlet Shops hat, also Tenga Factory. Dann meine drittgrößte Position, das ist Welttower, das ist auch ein Gesundheitsride. Und als letzten, den ich auch erst vor kurzem mit reingenommen habe, das ist Crown Castle. Und zwar ist das ein Kommunikationsinfrastruktur-Ride. Ja, also der betreibt Funktürme, Funkzellen sowie Glasfasernetz zur Datenübertragung. Ja, und das Ganze hat ungefähr derzeit 4,7% Gewichtung in meinem Depot. Und wie gesagt, die möchte ich halt auf mindestens 7,5%, idealerweise 10% erhöhen. So, deswegen habe ich jetzt wieder auch eine Watchlist, wo ich mindestens einen Ride erwerben möchte. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und da ist der erste, das ist National Health Investors. Ja, das ist ein Gesundheitsride. Also der hat in seinem Portfolio Seniorenheime, auch ich meine drei Krankenhäuser sind da enthalten und auch Krankenpflegeeinrichtungen. Ja, eine Dividendenrendite von knapp 5%, also sehr hoch angepriesen. Also was heißt hoch, aber für einen Ride ist das schon mittelmäßiger Rendite, sagen wir mal so. Ja, die Zahlen, auch die jährliche Dividende steigt jährlich zwischen, kann man sagen, 3-6%. Es wird jetzt geschätzt, ca. 3%, dass sie jetzt nächstes Jahr steigen wird. Auch der Gewinn und der Umsatz steigt jährlich zwischen, da kann man sehen, also zwischen 6, 7, teilweise bis 13%. Also alles in allem ein guter Wachstumswert. Auch hier kann man die Wachstumsanalyse begutachten. Die zeige ich auch einmal direkt mit rein. Also die blauen, das sind die Balken, blauen Balken, das sind die Dividenden, die stets angehoben wurden, wie man sehen kann. Und hier rechts ist halt der Umsatz, der auch halt stets am Wachsen ist. Also ein interessantes Unternehmen. So, kommen wir zum zweiten. Das ist EPR Properties. Und zwar ja, aus der Unterhaltung, Erholung und Bildung sind die halt tätig. Also man kann sagen, das ganze Portfolio beinhaltet ungefähr 44% Unterhaltung. 32% haben sie in der Erholung drin. Und 21% in Bildung Immobilien. Ja, also die haben zum Beispiel Theater, Vergnügungsparks, dann haben die Golfanlagen und Skigebiete. Zudem haben sie auch noch Schulen, also Privatschulen sowie Bildungszentren. Also auch sehr breit aufgestellt, das Unternehmen. Auch hier sehen wir eine ordentliche Dividendendynamik, die beträgt circa ja auch 3-6%, kann man so sagen, in den letzten Jahren. Also geschätzt wird, dass man jetzt dieses Jahr auf 3% wieder erhöht. Die Dividendenrendite liegt bei 5,8%, also auch recht hoch. Also das sind jetzt die zwei höchsten Werte in meiner Watchlist für Ride, für die es für Februar vorgesehen ist. Ja, auch der Umsatz sieht vielversprechend aus, also ist auch am Wachsen. Ja, die rechte Seite kann man auch sehen, also der Gewinn, der Zuwachs vom Gewinn, es liegt auch bei 10%.
Dann der Umsatz wird auch um die 15% wurden die letzten Jahre immer angehoben, wie man halt sehen kann. Natürlich ist die Prognose hier etwas, fällt etwas tiefer, deswegen halt minus 4%, aber das müssen wir halt dann nächstes Jahr mal sehen, wie sich das Ganze verhält. Aber ein sehr, sehr interessanter Wert, wie ich finde. So, dann kommen wir zum dritten Wert. Das ist Initial Retail Properties. Und zwar ja, haben dieser Riot hat ca. 2800 Objekte in 37 unterschiedliche Branchen. Also die meisten sind Einkaufszentren, aber auch einige Restaurants vorhanden. Also zum größten Teil. Ja, auch hier der Wert ist für mich jetzt erstmal nicht so ganz interessant. Aber dennoch auf meiner Watchlist. Also wie gesagt, die Dividendenrendite beträgt derzeit 3,8%, ist für ein Riot eher niedrig anzusehen. Aber die Dividendensteigerung passiert jetzt schon seit über 29 Jahren, also immer nach oben geht's. Ja, auch die Dividendendynamik, also die jährliche Erhöhung, beträgt ca. 4 bis 5%. Und auch der Gewinn und Umsatz sieht auch nicht schlecht aus. Der ist auch immer stets am Wachsen, wie man sehen kann. So, kommen wir zum nächsten. Das ist ein ähnlicher Wert, auch aus dem Einkaufsbereich, also Einkaufszentren. Das ist Realty Income, also der zweite Wert in dieser Branche. Die sind ein bisschen größer und zwar haben die 5800 Objekte aus 48 Branchen, die an 260 gewerbliche Mieter gut vermietet sind. Und wie schon gesagt, das meiste, was also zum größten Teil, sind das halt Einkaufszentren in den USA. Ja, auch hier haben wir eine ähnliche Rendite wie zum vorigen, also National Retail Properties, ist ähnlich, auch eine 3,8%ige Dividendenrendite. Auch hier eine sehr lange Steigerung, Dividendensteigerung schon vorhanden, 22 Jahre. Und die zahlen halt jeden Monat aus. Auch hier ist eine ähnliche Prognose, also auch 3 bis 5% wird die Dividende wahrscheinlich gesteigert dieses Jahr, nächstes Jahr. Und auch der Gewinn und Umsatz sieht halt nicht schlecht aus. Auch circa zwischen 8 bis 10% am Steigen jährlich. Ja, kommen wir jetzt zu einem deutschen Immobiliengesellschaft, und zwar ist das LEG Immobilien, das ist ansässig in Nordrhein-Westfalen, und zwar haben die 130.000 Mietwohnungen, die sie halt vermieten, also ein sehr großer Immobilienportfolio. Ja, auch hier etwas kleinere Dividende, nur mit 3%, dafür haben wir hier aber eine natürlich Ausschüttungsquote nur von 26%. So, schauen wir uns auch hier mal die genauen Daten an. Der Gewinnzuwachs der letzten Jahre war enorm. Jetzt soll hier ein bisschen halt die Prognose ein bisschen abschwächen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann wirklich halt entwickeln wird. Ist aber halt ein interessanter Wert, weil ich noch keine Mietwohnungen in meinem Portfolio habe. Wie gesagt, wir haben jetzt einmal Gesundheitsrights, die habe ich ja schon selbst in meinem Portfolio, schon zwei Stück. Dann habe ich ja mit einer Kommunikationsinfrastruktur habe ich einen drin, da und auch ein Einkaufszentrum, also mit Tenga Factory. So, dann hatte ich hier in meiner Watchlist auch wieder einen Gesundheitswert drin. Muss ich mir überlegen, weil ich ja schon zwei habe, ob es der dritte schon sein soll im Februar, weiß ich nicht. So, aber dann haben wir mit EPR Properties haben wir ein Unterhaltungs-, Erholungs- und Bildungsride, was ich auch sehr interessant finde. So, dann der nächste war ja auch ein Einkaufszentren Ride, mit Realty Income auch ein Einkaufszentren Ride. So, und jetzt mit LEG Immobilien habe ich eine Branche mit, also mit Mietwohnungen, die ich noch gar nicht so in meinem Portfolio habe. Also ein sehr interessanter Wert. So, kommen wir zum letzten Wert, und zwar ist das auch ein sehr interessanter Wert, wie ich finde. Das ist Digital Realty Trust, und zwar betreibt es ca. 200 Rechenzentren. Da sind große Kunden wie IBM zum Beispiel vorhanden.
Ja, auch hier ein sehr vielversprechender Wert. Wenn man den Umsatz anschaut, dann sieht man auch von links unten nach rechts oben, also immer ein steigender Umsatz von circa geschätzte 7 bis 16%. Auch der Gewinn von 4 bis 7%, auch alles im Soll. Also ein guter Wachstumswert, was auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. Also mit Rechenzentren wird demnächst auch immer mehr gebraucht. Ja, derzeit auch schon seit 14 Jahren die Dividende, oder die wird sogar angehoben seit 14 Jahren. Und auch um circa 5, man sieht also 5 bis 6% jährlich. Also ein sehr interessanter Wert, der auch auf meiner Watchlist steht. So, das sind jetzt 6 Unternehmen oder 6 Rides, die auf meiner Watchlist stehen, die ich im Februar kaufen möchte. Also mindestens, also einer wird es werden. Also in meiner, sagen wir mal, engere Auswahl ist EPR Properties, also halt Unterhaltung, Erholung und Bildung. Dann LEG Immobilien finde ich interessant, also mit Mietwohnungen. Und der letzte Digital Realty Trust halt mit Rechenzentren. Diese drei sind etwas höher gewichtet bei mir, aber obwohl die anderen drei natürlich auch sehr interessant sind, besonders zum Beispiel National Health Investors mit den Altersheimen bei 5% Rendite, muss ich mir auch überlegen. Also, das waren jetzt meine Watchlist für Februar, bezogen nur auf Ride. Wie gesagt, einer wird es noch werden. Schauen wir mal, wer es wird. Wie sieht es bei dir aus? Investierst du in Rides? Hast du eine gewisse Vorstellung, wie es aufgestellt sein soll? Also, wie gesagt, bei mir ist es zwischen 5 und 10%. Welche Gewichtung soll es dann bei dir sein? Das war es dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.